Amy und Lucy lieben es, Filme zu gucken. Aber wie wird so ein Film gemacht? Das finden wir heraus in der Kinderausstellung und Action in Berlin. Und Action! Amy und Lucy lieben Filme und Fernsehen. Aber wie werden Filme und Fernsehsendungen gemacht? Das kann man sich bis zum 26. April in der Deutschen Kinemathek, Museum für Film und Fernsehen, in Berlin ansehen. In der Kinderausstellung und Action. Mit 7 Stationen zeigt das Museum, wie professionelle Filme und Fernsehsendungen gemacht werden. Am Anfang eines Films oder einer Sendung steht eine Idee. Daraus wird dann oft in monatelanger Arbeit ein Drehbuch. In der Ausstellung kann jeder seine Drehbuchidee aufschreiben. Amy hängt ihre Idee zu den anderen Ideen von vielen anderen Kindern. Die passenden Schauspieler sucht man in einem Casting. Hier im Museum kann Amy in der Castingbox austesten, ob ihr die Schauspielerei überhaupt liegt. Ja, das sieht nach einem Naturtalent aus. Hat man Drehbuch und die passenden Schauspieler, kann gedreht werden. Das passiert an einem sogenannten Filmset. Am Set gibt es viele Menschen, die die unterschiedlichsten Jobs wahrnehmen. Da gibt es zum Beispiel den Regisseur, den Tonassistenten und den Maskenbildner. An einem Terminal kann man sich die verschiedenen Jobs zeigen und erklären lassen. Ganz aufgeräumt geht es in einem Nachrichtenstudio zu. Der Hintergrund ist ein Greenscreen, ganz grün. So kann man mit der Hilfe von einer Kamera und Computern Moderator Amy in beliebige Szenen zaubern. Zum Beispiel in die Kindernachrichtensendung Logo vom CDF. Der eigentliche Film oder die Fernsehsendung entsteht nach der Aufnahme im Schnittstudio. Hier können Amy und Lucy sich als Cutter am Film Bibi und Tina versuchen und sich anschauen, wie früher Filme ohne Computer geschnitten wurden. Der richtige Ton entsteht im Synchronstudio. Wie das funktioniert, lässt sich Amy am Bildschirm erklären. Dann kann sie ausprobieren, wie man als Synchronsprecher den Charakteren aus der Serie Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab? Eine Stimme verpasst. Guten Tag, kleine Feldmaus. Und als Geräuschemacher, naja, macht man Geräusche mit den komischsten Dingen. Damit auch Leute ins Kino gehen, um sich den Film anzuschauen, müssen Plakate designt werden. Das macht Amy hier als Plakatdesignerin am Computer. Ist das Plakat fertig, kann man es sich ausdrucken. Premiere! Der Film wird zum ersten Mal einem Publikum gezeigt und die Schauspieler werden gefeiert. Hier gibt es sogar richtiges Blitzlichtgewitter der Fotografen. GooniexCheck. Die Ausstellung und Action in der Deutschen Kinemathek in Berlin ist eine tolle Mitmachausstellung für große und kleine Kinder und gibt einen spannenden Einblick in die Film- und Fernsehproduktion. Sie läuft noch bis zum 26. April 2015. Die Deutsche Kinemathek ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt alle Arten von Tickets. Ein Familienticket für 2 Erwachsene und bis zu 3 Kindern kostet zum Beispiel 14 Euro. Kinder bis zum Schulalter sind kostenlos. Amy und Lucy hatten einen Riesenspaß. Wer einen Laufpass richtig ausfüllt, darf sich am Ende Filmdirektor nennen, mit einem richtigen Fotoausweis. Mehr Informationen dazu sowie alles andere zu Museum und Ausstellung gibt es auf www.deutsche-kinemathek.de. Du willst keins unserer Abenteuer verpassen? Dann klick auf den Button hier und abonniere unseren YouTube-Kanal. Mehr zu den GooniEx findest du unter www.gooniex.de.